33% aller Möbelhändler werden bis ins Jahr 2020 pleite gegangen sein. Und wir alle, die wir im Möbelhandel arbeiten, wissen warum. Die Großen expandieren ohne Pause. Die größten 10 Möbelhändler haben in den letzten Jahren ihren Umsatzanteil mehr als verdoppelt. Und IKEA hat ganz klar angesagt, dass sie in den nächsten 5 Jahren ihren Umsatzanteil wieder verdoppeln wollen. Außerdem nimmt uns das Internet immer mehr Umsatz ab. Die Frequenz, die durch unsere Läden geht, nimmt aber auch ab. Und die Lösung dieses Problems liegt in der Art, wie wir verkaufen, wie der mittelständische Möbelhandel verkauft. Denn wenn verkauft wird, rein durch Möbel zeigen, hat der Mittelstand und die mittleren und kleineren Formate einen eingebauten Nachteil. Denn die Großen können nun mal 4, 5, 6 Mal mehr zeigen als wir. Das heißt, es ist extrem wichtig, den Verkaufsprozess so umzustellen, dass der Besucher als Mensch erstmal geöffnet und an den Verkäufer und an das Haus gebunden wird, bevor es ans Ware zeigen geht und dass eine Bedarfsermittlung stattfindet, bevor das erste Sofa gezeigt wird. Denn nur dann kann der Mittelstand wirklich seine Fähigkeiten ausleben.